Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin's, euer History Badger. Ich mach mal kurz den Sound hier im Spiel ein bisschen leiser, lauter. Aber ich begrüße euch zu God's Frontline. Ich weiß, ich habe mich eigentlich dafür entschieden, keine Videos zu machen, aber ich habe mir gedacht, und ich konnte es auch nicht mehr aushalten, ich habe mir gedacht, warum sollte ich mit einem Hobby aufhören, nur weil es bei anderen nicht passt. Deswegen habe ich mir gedacht und habe mach weiter und ich mache auch weiter, aber ich mache jetzt nur noch God's Frontline. Let's Plays. Videos. Ne? Soweit alles mit God's Frontline und ich es auch machen kann und darf, werde ich da machen. Und wen das nicht passt, tja, der kann ruhig gehen. Ich werde auch deswegen auch keine Openings und nicht deswegen, ich werde auch keine Openings und keine Endings mehr machen, denn es hat einfach einen psychologischen Grund. Sobald ich das mache, sobald ich die Videos auch nur ansatzweise bearbeite, fühlt es sich schon, auch wenn es nur nicht ein ganz großer Schritt ist oder nichts Großes ist, es fühlt sich trotzdem an, als würde ich daran arbeiten. Als würde ich arbeiten. Und sowas sollte man dann nicht machen, wenn es nicht gut läuft mit dem Kanal. Dann sollte, oder ich zumindest sollte das nicht machen. Deswegen mache ich keine Openings, auch keine Endings. Ich werde auch vielleicht den Kanalnamen ändern. Nicht mehr History Badger, sondern irgendwas mit God's Frontline, einfach um zu zeigen, das ist jetzt der Fokus. Und ich mache auch wirklich nur noch God's Frontline, ich mache keine anderen Spiele. Ich spiele zwar noch andere Spiele wie War Thunder, Armor und so weiter, aber ich mache davon keine Let's Plays mehr. Und ich glaube, die anderen spielen kein God's Frontline, also Kai und Mark. So. Und deswegen. Es hat sich aber auch in God's Frontline einiges geändert. Was das ist, zeige ich euch jetzt. Wenn wir im Spiel drin sind. So, es kann sein, dass das ein bisschen leckt. Ich habe eigentlich aber die Vorkehrungen getroffen, dass es nicht so sein sollte. Mal sehen. Ach, noch 19 Minuten, also das erleben wir noch. Was hat sich geändert? Es hat sich geändert, man hat hier ja normalerweise einen Adjutanten, das ist hier, den Charakter, den man sich hier auswählt. Und mit dem läuft man dann bei den befreundeten Dorms, also Räume, Zimmern, läuft man da mit diesen, als diesen Adjutant gezeichnet rum. Das hat sich geändert. Man hat nämlich jetzt einen eigenen Charakter, den man sich, ja, selbst machen kann. Kann man sich mit den Diamanten als Währung kann man sich den ändern. Hat auch seine Vorteile, wenn man einen bestimmten, ich sag mal, Dresscode befolgt, dann kann man solche zusätzliche Aktivitäten, zum Beispiel Charme ist jetzt durch die gesamten, hier mal sehen, in dieser Kombination kriege ich ein Plus auf Charme. Ich habe Charme Level 1, weil ich zumindest eins davon je habe. Und das ist sehr hilfreich für einen Kampf. In diesem Falle ist es, dass der Effekt von Charme, also dass die T-Duels mich mehr mögen, ist um 3% höher pro Kampf. Kommt das um 3% höher an. Okay, das war jetzt ein kleines Internetproblem. Passiert zurzeit etwas oft. Ist nervig, kann man aber nichts machen. Und ja, ich werde es wie gesagt nicht bearbeiten, weil es soll sich nicht für mich wie Arbeit anfühlen, weil Arbeit finde ich, egal ob sie gut oder schlecht ist, sofern man das gerne macht, sofern man wirklich sich anstrengt dafür, das sollte man auch belohnt. Das soll belohnt werden und ich fand, meine Arbeit wurde nicht belohnt. Das hat bei mir
im Kopf richtig für Chaos gesorgt. Und das hat mich dann ziemlich kirre gemacht. Ich fand das ziemlich ungerecht und fand es einfach nur scheiße, dass man das nicht belohnt. Deswegen mache ich das hier jetzt einfach nur noch so weiter, ohne groß zu bearbeiten. So, ich wollte euch aber heute, ich bin, wie gesagt, auch, es gibt ja aber noch andere Neuigkeiten. Ich bin auch auf einem anderen Account, nicht den Account, den ich schon mal gemacht hatte. Ich bin aber auch leider nicht auf meinem Handy-Account. Beim Handy-Account habe ich leider keinen Zugriff. Ich spiele es aber auch auf meinem Handy gar nicht mehr. Ich habe zwar die Freundschaftsanfrage auf meinem Handy-Account auch angenommen. Ja, wollte ich zeigen. Ja, erinnert euch, Red Hill 23 mit Level 86, ne, ziemlich hoch. Aber da spiele ich nicht mehr auf mein Handy, denn das Spiel ist zu groß für mein Handy geworden. Ich muss ständig andere Spiele runterschmeißen, nur damit dieses Spiel hier ein Update macht. Das finde ich scheiße. Deswegen habe ich gesagt, ne, komm, spiel jetzt nur noch hier. Ich bin auch in der Kampagne einiges weiter. Ne? Ihr habt ein paar Dinge zwar vielleicht verpasst, aber das kann ich noch euch alles zeigen. Was hat sich noch getan? Hier in den Dorm-Bereich klicke ich zum Beispiel mal. Wir können nämlich jetzt zum Beispiel unsere Basis in 3D sehen. Oder in 2D. Ne? Haben hier so einen Überblick. Es gibt hier neu eine Garage. Ne? Habe ich aber noch keinen Zugriff. Ja, keine Ahnung, wann ich sowas kriege. Wir haben Forward Base Camp, das ist auch neu hinzugekommen. Zeige ich euch gleich auch. Fairy Chamber, gut, das gab es zuvor auch, nur man musste eben Fairies haben, also Feen, die einen im Kampf unterstützen. Das hatte ich auf meinem Handy-Account schon hinbekommen, geschafft. Wir gehen jetzt aber eher mal in diesem Forward Base Camp. Zeige ich euch, was ist das? Forward Base Camp, da können T-Dudes, die außerhalb eines Eklons sind, können natürlich auch welche sein, die in einem Eklon drin sind, finde ich aber unpraktisch, weil die Eklons können dann nicht mehr auf die zurückgreifen und das wäre ziemlich scheiße. Die hier sind gerade von Explore zurück, also von der Expedition, haben da ein paar Items gefunden. Diese T-Dudes wechseln sich von Woche zu Woche ab. Gehen auf Expeditionen, finden da Items, Geschenke besser gesagt, und diese kann ich dann nutzen, kann ich dann im Black Market Shop umtauschen, um Furnitures, also Dekorationen, eins zu bekommen oder Items, nützliche Items, hier zum Beispiel, was ich ganz oft gerne mache, ist Kapseln, ne, ist quasi geschenkt. Equipment für bestimmte T-Dudes ist immer drauf, auf diese angepasst. Oder hier auch Effekte, die Charaktere, glaube ich, die man selber da hat, oder entweder T-Dudes oder man selber da rumläuft. Solche Effekte sind das, sieht einfach nur so aus. Ich spare aber eher mehr auf sowas hier mit dem City Gift. Und diese gehen dann auf Expedition. Diese Expedition, das kostet natürlich auch Ressourcen. Ne? Die können 2 Stunden lang gehen, können auch 5 Stunden lang gehen oder noch länger. Ich glaube 8 Stunden lang. Dafür muss ich das Control Terminal vergrößern, verbessern. Mache ich aber nicht. Ich lasse die jetzt aber mal auf Expedition gehen. Noch kurz mal vorab. Das mit dem... Ah! Nein, 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 nein. Kann ich das abbrechen? Nein! Oh! Ah, doch, ich kann's abbrechen. So, hier, 2 Stunden. Oh! Oh! Sowas mache ich eher mehr, wenn ich schlafen gehe. Über Nacht lasse ich die dann da laufen. Es gibt auch bestimmte T-Dudes. Die sieht man hier mit diesen Pfeilen, das meine ich, das wechselt sich pro Woche ab. Die haben eine höhere Tendenz, seltenere Gifts, also Geschenke zu finden oder auch bestimmte Items. Sowas zum Beispiel, ne? Die ein bisschen unterwegs, ein bisschen hilfreich sind. Oder auch bestimmte
Schätze können die finden. Die haben eine eher größere Tendenz. Wir können auch sowas auch hier über dem Bildschirm verfolgen. Und das wird dann auch detailliert beschrieben, was welche Tito in diesem Moment macht, trifft. Ne? Hier, everyone notice that VM packet equipment today are heavier than before. Guess this is new sort of training. Ne? Also sie hier ist ziemlich trainingsverrückt scheinbar. Ne? Und da steht da. Manchmal kommen da auch bestimmte Ereignisse, die sind dann grün markiert. Wenn man das verpasst hat, ist kein Problem. Man kann das zurückspulen und man erlebt das dann nochmal neu. Die durchlaufen das nochmal. Ich glaube, das hat auch was mit diesem Fall zu tun. Ne, dass sowas dann auch eher tendierend eher ist. Meine Domes. Da hat sich jetzt nichts groß geändert, ne? Außer dass ich jetzt hier, ne? Ich bin jetzt nicht als das, was ich da eigentlich als. Oh, stimmt. Limited Trade Cards. Ah, nicht ausreichend. Gerade mal 22. Ah, doch, ich kann ein paar. Aber warte mal. Gift. Ah, okay, okay. Ja, das sind Skins. Kosten aber sehr viel. Black Cards kriegt man sehr seltener, wenn es wirklich super seltene Aktionen sind. Ja, in 10 Minuten, so. Ich mache aber jetzt gerade mal Combat Mission, genau, Simulation, damit wir... Ach ne, komm, wisst ihr was? Ich mache das hier mal. Habe ich noch nicht gemacht, es wird mal Zeit. Ich weiß, werden die jetzt noch nicht schaffen. Wahrscheinlich. Wobei doch, die kommen ganz gut durch. Ja, ich würde es immer sagen, es wird eine knappe Kiste. Ah, stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Ist ja nicht mehr das aktuelle. Ich habe nicht das. So hatte ich das Eklon 1 zuvor gehabt. Oh, die schaffen es doch. Ganz knapp. Ja, Eklon 1 bestand. War so vorher gehabt. Eigentlich hatte ich zuvor vorgehabt, das wie ein bestimmtes Team aufzubauen. Das ist auch neu. Man kann jetzt diese auch quasi automatisch durchlaufen lassen. Ne? Hat man sowas einmal durchlaufen lassen, machen die es. Verbrauchen die natürlich die dementsprechenden Energiepunkte, können die das automatisch, so dass man das nicht nochmal macht. Mach ich eigentlich ganz oft, wenn es... Warte mal, welche... Genau, dich hab ich raus, dich hab ich raus, dich hab ich drin. Ne, hab ich so gewechselt. Und dann so aufgestellt, ne? So sind die sogar noch stärker. Und dürften dann so Basic Training mal sehen, wie viele Punkte sie da raushauen. MG4 müsste eigentlich ein Training auch. Mein ich. Durchlaufen. Muss auf jeden Fall gleich ein paar Kapseln schlucken. MG4. Aber Echelon 1 ist ja noch unterwegs. Mal sehen, ja, andere Tiduls. Ja. Keine Ahnung. Research. Muss ich mal schauen. MG4. Ah, hat schon das Training da durchlaufen. Das ist gut. Stan Mark 1. Mark 2 mache ich nicht, weil eigentlich möchte ich da diese Duel mit einer anderen Duel eintauschen. Mit der PP. Mit der P90.
Kommt aus Belgien, ist neu hinzugekommen als Charakter. Aber dafür nehme ich jetzt mal diese Charaktere. So. Habe ich hier? Nein, habe ich nicht. Ja. Also, UMP9 wird nochmal genutzt, weil eigentlich möchte ich Echelon 1 genauso haben wie auf meinen Handy-Accounts, das Echelon 1, ne? Hier nochmal zur Sicht, ne? G3, MG3, G36, G36C und P90? P9, P90. Nochmal schauen. Zwei von denen habe ich ja schon in diesen Echelon drin. Kann ich euch mal zeigen. Ja, P99, sogar noch daneben, ne? Stimmt, muss ich ja eigentlich produzieren, ne? Hab's aber nicht. Schade. Ah, doch. HP, mal sehen. Nochmal schnell, Quick Reduction. Okay, das ist für Pistole oder auch Maschinenpistole, auch nicht schlecht, auch nützlich, brauchbar, weil je stärker die auch werden, desto stärkere Equipment kann man die benutzen, ne? Erkennbar an der Farbe. Weiß ist so ziemlich das Schlechteste, sage ich jetzt mal, ne? Man kann die natürlich auch steigern. Aber soweit bin ich gerade noch nicht. Blau ist das zweitstärkste. Ich kann mal, glaube ich, schauen. Ja, blau, ne, ist genau wie bei den T-Duels. Mit den Sternen. Grün danach und danach gelb. Super, super, duper, mega. Selten ist lila. Ne, das sind aber auch spezielle... auf spezielle angepasste Titels. Ja, eigentlich wollte ich ja euch, ne? Hier Campaign, Attic, Warfare und Operation Cube Plus. Ich werde aber Attic Warfare erstmal machen. Das ist nämlich kein Nachtgefecht. Deswegen. Falls sich das jemand durchlesen möchte. Ja, diese Kanonen, die sind heftig. Diese Jupiter Cannons. Werden wir gleich sehen. Das ist etwas, was mich sehr, sehr, sehr stark stört. An so asiatischen Spielen. Ich habe nichts gegen Konversation etc., ne, wenn da gesprochen wird, habe ich nichts gegen.
Aber da, guck mal, das ist jetzt, boah. Das ist mir ein bisschen zu lang. Also, das tut mir leid, Leute. Das dauert mir zu lang, die Zeit. Rennt und die labern, 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 labern. Das ist etwas, was mich sehr, sehr stark stört. Hier sehen wir mal. Boah, ziemlich großes Gebiet. Jedenfalls, Jupiter Canals. Okay, hier noch nicht da. Da muss ich auf jeden Fall hin. Oder sollte ich auf jeden Fall hin? Dieser Kampf ist auch etwas schwieriger, oder diese Art der Mission. Denn wie ihr seht, hier sind Pfeile. Diese Pfeile zeigen nur an, in dieser Richtung kannst nur du kannst in dieser Richtung gehen. Ich kann jetzt da nicht mehr zurück. Und auch dieses Echelon werde ich auch, sobald ich M16 selber habe, haben wir ja gerade eben als Charakter kennengelernt, werde ich ihn in diesen Team, in dieses Team reintun und die M3 daraus hauen. Ich weiß, ich hau mir damit quasi auch selbst ein Knie, etwas ins Knie rein, aber ist nun mal, was ich jetzt beschlossen habe und. Du gehst mal da lang. Ne, es ist manchmal auch ziemlich scheiße, wo ich mich frage, hey, ich möchte auch das da. Ne, ich kann nach da, ich kann nicht nach da, ich kann nur jetzt hier lang und dann hier lang. Das ist ein bisschen vorgegeben und das finde ich ein bisschen, wo ich sage, ah. Aber kann ich auch verstehen, ne? Weil die markieren da Gebiete, die man einfach nicht betreten kann. Du kannst da nicht entlang, weil einfach die Wand da viel zu steil ist. Und ich zeige euch gleich auch, warum ich da auf jeden Fall auf diese Position, diese Notes, dieses Plättchen drauf möchte. Weil da gibt es was Spezielles. Ich glaube, so kriege ich auch die M16. Wenn ich mich nicht irre. Hoffe ich. Erstens Heliport, zweitens hier, genau. Man kriegt hier so, ich sag mal, Funksprüche. Kriegt man da oder die werden da einem zugesagt. Was auch hier ziemlich schwierig ist, ne, das macht ein bisschen, da muss man ziemlich schnell umdenken. Die manche Heliports, die sind geschlossen. Bei manchen Spielen sind die für eine Zeit lang auch offen. Ne, bei manchen Maps. Und na komm, die kriegen wir jetzt ziemlich schnell. Die sind keine Gegner. Und die schließen sich dann auch nach einer Zeit, öffnen sich dann natürlich wieder. Und also diese Helipods. Und in dieser Zeit sollte man gucken, dass man die hat oder nicht. So, du bleibst da erstmal so stehen. Ich habe jetzt das große Problem. Echelon 2 kann nur noch zweimal kämpfen. Da kommt Switch. Der Klon 4 kreist sich mal da, weil da ist wieder Funkspruch.
uns dort an diesen Würfeln. Genau, stimmt, 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 stimmt. An diesen Würfeln kann man auch wieder aufmunitionieren. Ne? Das ist quasi auch so ein Heliport, nur ohne dass man da Truppen absetzen kann. Die sind einfach nur fürs Aufmunitionieren. Ziemlich nützlich. Wenn wir jetzt da Eklon 4 sehen. Aufmunitioniert. Deswegen da Eklon. Da. Verschwindet aber auch sofort wieder, ne? Eklon 4 macht jetzt hier. Erobert die feindliche Basis. Somit ist auch diese Operation abgeschlossen. Ne? Das ist jetzt nur noch der stärkere, die stärkere Einheit, die Eklon 4 da im Weg steht. Und ich versuche immer noch auch hier, das habe ich beim Handy nie erreicht, MK48 zu bekommen. Habe ich nie geschafft. Hatte ich ziemlich scheiße. Nie richtig produzieren können. Und ja. So. Aber jetzt habe ich gerade die Produktion auf andere Tidul gesetzt. Schwerpunkt nämlich G36C. Haben S bekommen. Ja gut. Und hier kann man auch das Scharfschützengewehr G28 erwerben. Bei Arctic Warfare, also arktische Kriegsführung. Aber habe ich auch nie geschafft. Hatte ich auch scheiße, weil ich möchte wirklich hier jede haben. Und ich bin besonders auch ein Fan von den Deutschen, auch wenn man sehr viel gerade nicht sehr Schönes über Heckler und Koch sagt. Darauf höre ich nicht. So möchte ich trotzdem. Ah, ich kann jetzt schwere Produktion machen. Ab hier kann man auch Schrotgewehre produzieren. Aber ich kann noch keine Fairies, also Feen. Feen gehen hier nicht. Ich mache auch nur jetzt, nur hier auch wirklich Shotguns auf der Liste. Ah. Die Listen überschneiden sich. Okay. Fairies können nämlich nur, und Fairies sind wichtig, glaubt mir, oder nicht, die können nur hier produziert werden, bei Equipment Heavy Production. Dafür muss ich aber 60 Gebiete mindestens einmal durchgelaufen haben und befreit haben. Dich weg. Kenya. Link. Verlinkung. Und MG4 sollte auf jeden Fall. So, genau, MG4, apropos MG4. Hahaha, ich hab mich ja. Ja, ist wichtig, die ist jetzt ziemlich hochgekommen. Hab die hochgepusht, aber ist noch auf den alten Stand und das ist schlecht. Die muss schnell nachladen, die muss viel Schaden machen und die muss sehr akkurat und auch ganz gut ausweichen können. So, so. Nochmal Arctic Warfare oder was sagt meine Zeit? Meine Zeit sagt 2 Minuten. In 2 Minuten kann man jetzt nicht gerade viel machen.
Was sind nochmal Arctic Warfare? Ich guck mal, ja. Ja, hier, ne, das sind Limited Drops, ne, die kriegt man wirklich nur hier. Hier hat man auch Super SASS, das ist ein Rival. In den nächsten wäre dann auch G28 dabei. Überspringen wir. Ich habe das hier sind diese Jupiter Cannons, wo ich sagte, oh Scheiße, die sind gefährlich. Das sind die. Die schaltet man am effektivsten aus, wenn man die umzingelt. Ne, wenn man die ganzen Gebiete drumherum, wo man Verbindung hat, umzingelt und dann erobert hat. Wo bist du hier hin? Langsam. Und die stehen auch auf ein paar dieser geschlossenen Heliports, die sich aber bald öffnen werden. In zwei Runden. Ne, steht da unten unter den Jupiters. AK-416. Ah. Ja. Ich mache noch das hier zu Ende. Der obere hat erstmal das da. Ja, jetzt wurden es mehr als eine halbe Stunde, aber ist ja egal. So, danach kann man diese Jupiters vernichten. Ne, wenn man die umzingelt hat, dann kann man die angreifen. Ich kann die natürlich jetzt auch angreifen, aber schaut mal. Ne, ich überleg's mir fünfmal. Lieber, bevor ich da Harakiri begehe. dafür müssen die Echolons ziemlich stark sein, ne? Danach, die schießen danach zwar auch immer noch zurück, ne? Aber die sind danach nicht mehr so stark. Und, so, das gefällt mir schon mal etwas mehr. Was mir nicht gefällt gerade, fällt es mir wieder ein. Ich habe vergessen, UMP-45 oder der P-99 diese neue Munition, die ich da vorhin produziert habe, zu geben. Wenn mein Kopf nicht angewachsen wäre. So, jetzt seht ihr, dieser Jupiter ist nach oben gerichtet. Aber trotzdem immer noch so scheiß stark. Man kann die natürlich umgehen. Und, bei manchen Maps dann muss man diesen Kampf drauf anlegen. Jetzt glaube ich, habe ich noch die Möglichkeit, einigermaßen die zu umgehen. Schau ich jetzt mal. Ah, jetzt fragt ihr euch, ey, wie hat der Penner es geschafft, so schnell Echolon 1 alle auf 50 zu haben? Combat Reports. Ich hab ziemlich viele Combat Reports hinterhergeschmissen bekommen durch das Halloween Event etc. Und hab die dann natürlich auch verteilt. Ja, natürlich nett. Ja, du dahin. Okay, also da muss ich
den Kampf mit den Jupiters aufnehmen. In der nächsten Runde, aber wie gesagt, die schießen zwar immer noch zurück, aber die großen Kanonen, die schießen nicht mehr. Werdet ihr, werdet ihr nicht sehen, wie das da heftig sein wird, aber, wir haben dann zwar noch so kleine Schutz-MG-Stellungen da in sich eingebaut, ne, aber, das wird kein Massaker sein. So, in einer Runde schließt sich dieser Heliport. Ich muss jetzt diesen Jupiter angreifen. Es wird ein heftiger Kampf. Es werden sehr viele Verluste sein, wie ihr seht. Ja, da sind die, die haben da diese MGs. Und normal, wenn die nicht umzingelt sind, diese Kanonen sind dann auch noch drauf gerichtet. Und das wird dann ziemlich. Die hauen rein. Okay, also doch keine großen Verluste. Gut, dass ich UMP45 genommen habe. Die hat nämlich ein bisschen mehr Leben. Und jetzt habe ich diesen Heliport einfach zur Verfügung auch noch. Und komme weiter. Kann da jetzt Verbündete herrufen. 1, 2, 3. Ja, komm, machen wir. Einen Sprung. Möchte ja das Video noch nicht zu weit nach hinten verzögern, ne? Das wäre ziemlich blöd, wenn die keine Munition mehr noch hätten. Das wäre ziemlich blöd. Aber ich meine, die hätten da noch. Ja. So, fertig aus. Gewonnen. Die G4 ist fast auf 52. Skip. Das muss einmal skippen, das zögert das hinaus und ach, nur A bekommen. Es hat man schon mehr eine Tendenz, die Limited Charaktere zu bekommen. Aber gut. So, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich werde nur noch Girls Frontline. Ich werde meinen Namen auch dementsprechend irgendwann mal ändern. Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich den Namen machen könnte, schreibt ihr unten in die Kommentare. Sollte natürlich dann auch etwas passend sein. Ne? Ich werde mich natürlich auch überlegen. Und ich weiß, mit dieser Bitte komme ich eigentlich bei so gut wie keinem an. Deswegen werde ich sowas wahrscheinlich wieder mal alleine machen. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe diesmal keine zu großen Erwartungen mit diesem Kanal. Deswegen werde ich dann auch nicht zu groß enttäuscht sein, wenn es nicht klappt. Ich werde hier auch natürlich auch weiter auch so privat außerhalb der Kamera weiterspielen. Und ja, damit ich einfach weiterkomme, ne? Hoffe und ich glaube, ihr werdet das auch verstehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.